Guten Tag, Leute. Heute machen wir mal was mit Zahlen. Ja, richtig gehört, das gehört auch zur Informatik. Aber keine Angst, es geht nur um zwei Zahlen, die 0 und die 1. Was es damit auf sich hat und was Bytes noch damit zu tun hat, schauen wir uns in diesem Video an. Gut, Freunde, dann starten wir mal bei 0, 1, nee halt, wir starten am Anfang. Was ist ein Bit? Ein Bit steht im Englischen für Binary Digit, auf Deutsch heißt das Binärziffer. Das Bit ist die kleinste Informationseinheit in einem Rechner. Das heißt, ein Bit entspricht den zwei Möglichkeiten 0 oder 1. Oder einfach gesagt, aus oder an. Diese zwei Möglichkeiten werden auch als Zustand bezeichnet, denn entweder ist euer Computer an oder eben aus. Ähnlich wie beim Lichtschalter, der kann entweder auf an oder aus sein. 1 steht übrigens immer für an, 0 für aus, falls euch mal jemand fragt. Stellt euch vor, ihr bekommt eine Frage gestellt und ihr könnt nur mit Ja oder Nein antworten. Zum Beispiel fragt euch euer Studienkollege, yo Bro, gehst du mit zum Feiern? So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, nur mit Ja oder Nein zu antworten. Sprich, euer Computer würde nur mit 1 oder 0 antworten. Also entweder würde euer Computer mit Feiern gehen oder eben nicht. Und das kann er eben durch ein Bit darstellen. Alles klar? Und was ist, wenn ich jetzt mehrere Bits nebeneinander schreibe? Dann hat man eine Folge von Bits und kann mit n Bits 2 hoch n verschiedene Zustände darstellen. Was bedeutet das? Sagen wir mal, ihr habt 2 Bits. Dann könnt ihr 2 hoch 2, also 4 verschiedene Zustände darstellen. Weil ihr 2 Bits auf 4 verschiedene Arten und Weisen miteinander verbinden könnt. Da wären 00, 01, 10 und 11, also 4 Zustände. Mit 3 Bits können wir 2 hoch 3, also 8 Zustände darstellen. Die 8 Zustände wären 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 und zu guter Letzt 111. Ergibt gesamt 8. Also einfach merken, mit n Bits könnt ihr 2 hoch n Zustände darstellen. Nice, euer Computer hat so die Möglichkeit, auch andere Zustände als an oder aus wiederzugeben. Wenn wir diese Reihe fortführen und 8 Bits aneinander hängen, dann bekommen wir ein Byte. Sprich, ein Byte ist eine Folge von 8 Bits, zum Beispiel 1111, 1111. Es gibt jetzt noch 255 andere mögliche Zustände, aber das lassen wir jetzt mal. Alright, jetzt hat euer Computer diese ganzen Zahlen und was macht der Kerl damit? Diese Folgen, auch als Bitmuster bezeichnet, werden bei der Ausgabe auf dem Bildschirm oder Drucker in für uns lesbare Zeichen umgewandelt. Ihr könnt euch merken, der Computer wandelt alles in Nullen und Einsen um und arbeitet damit. Ganz schön verrückt, oder? Aber es geht noch weiter. Byte ist nicht nur die Folge von 8 Bits, sondern Byte wird auch als Maßeinheit für den Speicher genutzt. Was genau beim Speicher passiert, erklären wir in einem anderen Video. Byte kann in folgenden Einheiten angegeben werden. 1024 Byte entsprechen 1 Kilobyte. Diese Art der Umrechnung wird mit Zweierpotenzen umgesetzt. Also 1 Kilobyte sind 2 hoch 10 gleich 1024 Bytes. 1024 Kilobyte entsprechen somit 1 Megabyte oder auch 1024 mal 1024 Byte. 1024 Megabyte demnach 1 Gigabyte. Und nach Giga kommt dann Terra. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie es weitergeht. Aber Obacht, Freunde, es gibt andere Konventionen, bei denen nicht mit 1024, sondern mit 1000 gerechnet wird, also mit 10er-Potenzen. Dort sind dann 1000 Byte gleich 1 Kilobyte, 1000 Kilobyte gleich 1 Megabyte und so weiter. Es wird empfohlen, die zweite Variante zu verwenden, allerdings macht es sowieso jeder so, wie er gerade lustig ist. Damit niemand mehr verwirrt ist, haben sich schlaue Leute ausgedacht, dass die Umrechnung mit 2er-Potenzen, also unsere erste Variante, einen neuen Namen bekommt. Somit heißt jetzt Kilobyte gleich Kibibyte und Megabyte gleich Mebibyte und so weiter. Im Grunde macht das aber so gut wie keiner, also könnt ihr das auch wieder getrost vergessen. Unser Tipp, cool bleiben Leute und einfach die Konvention nehmen, die auch euer Lehrer oder Prof nimmt. Jut, jut, dann fassen wir nochmal zusammen. Ein Bit bestehend aus 0 oder 1 gibt die Zustände aus oder an wieder. Schreiben wir mehrere Bits nebeneinander, können wir auch mehr Zustände wiedergeben. Eine Folge von 8 Bits ist gleich 1 Byte. Unser Computer verwendet diese Folgen von Bits und Bytes, um überhaupt arbeiten zu können. Byte gilt als Maßeinheit für den Speicher. Dabei haben wir zwei Konventionen, einmal mit 1024 und einmal mit 1000. Mehr Informatik-Grundlagen gibt es wie immer auf unserer Lernplattform www.thesimpleclub.de und der App. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag, ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Video. Also haut rein, Leute, und bis gleich.